Hui. Das war doch schon etwas komplizierter. Und als Belohnung gibt's einen Stern, den ich mir sofort abhole. Das können natürlich auch 10 Leben sein, wenn man es gut macht. Gut. Ein seltenes Item. Was könnte es wohl sein? Niemand weiß es. Okay. So, das war der alternative Weg hier. Und der richtige Weg führt uns zum Schloss. Und jetzt ist das Level, ich würde mal sagen, ein klein wenig leichter mit den roten Blöcken. Ein ganz klein wenig leichter. Ich könnte mir jetzt wieder den Pinguin-Anzug holen, aber nö, warum? Der ist zwar auch gut, aber warum sollte ich mir die Möglichkeit zu fliegen, der Menschheitstraum schlechthin, nehmen lassen? Und ich meine, wer träumt schon davon, ein Pinguin zu sein? Ich meine, klar, die sind cool, aber what the hell? Gut, so. Wir müssen jetzt hier lang. Runter. Lauf, Mario! Du kommst zu spät! Und hier rein. Unk, unk, unk. So. Jetzt kann man sich hier so einen Block nehmen. Mitlaufen. Und sich ein paar Münzen holen, wenn man lustig ist. Und Goombas töten. Goomba. Ah, zwei noch. Gut. Hey, 87 Leben. Huhu. Ja, wenn ich in dem LP draufgehe, komplett Game Over gehe, dann habe ich irgendwie was falsch gemacht. Das sollte doch reichen. Cool. Mario Time. So, und das war's auch schon mit den Eisleveln, worüber ich ganz froh bin. Beziehungsweise das Schwerste kommt natürlich erst noch. Das Schloss. Das Schloss von Larry. Das kann ja nur lustig werden. So, was haben sie sich diesmal ausgedacht? Och nö, warum Eis? Vor allen Dingen auch noch wechseln zwischen Eis und keinem Eis. Geil. Da hab ich ja Bock drauf. So, Knochen trocken herkommen. Gut. Ist hier was? Nein. Also weiter. Yes, sir. Und da. Oh, wie habe ich es vermisst. Oh, und ich schlittere. Yay. Toll. Ach, du Heilige. Das kennt man auf jeden Fall aus dem alten Mario. Wow. Wow. Und alles glitschig. Alles ist aus Eis. Wie gesagt, ich behalte gerne diese Form. Denn es ist tausendmal einfacher, wenn man so ist, hier an irgendwas ranzukommen, beziehungsweise sich zu retten. Und hier sind so viele Münzen oben, dass es doch fast wieder schon ein Leben ist. Da oben ist mit ziemlicher Sicherheit ein Leben drin. Jo. Nehmen wir doch gerne mit. Okay. Haben wir geschafft. Sehr erleichtert. Ich bin sehr erleichtert. Bob-Bombs, hey, cool. Die gab's jetzt bis jetzt, glaube ich, noch gar nicht. Ne, die gab's noch nicht. So, nehmen und explodieren lassen. Und die Blöcke, wo noch ein Bob-Omb drin ist, die explodieren immer gleich mit. Und dahin. Wow. Wow. Okay. Rüber hier. Schade. Na gut. Ich krieg wenigstens einen Pinguinanzug, damit kann ich leben. Und wir haben die zweite Münze, damit kann ich auch leben. Warum halt, mit was ich einem leben kann. So, den nehmen wir mit. Wozu eigentlich? Tja. Okay. Und die hier dürfen alle hochgehen. Jo. Wow. Boah. Mario, du musst fix sein. Fix musst du sein. So, da unten wird nur ein Leben oder ein Power-Up drin sein. Dafür werde ich jetzt nichts riskieren.
deswegen... Oh, es geht runter, okay, okay. Und dahin ist die letzte Münze. Münze, Münze, Moment. Moment, wie machen wir das am besten? Also, hier runter, springen, springen und hier lang. Okay, ich brauche kein Power-Up, Leben brauche ich auch nicht, also ganz normal hier weiter. Nicht riskieren, nicht riskieren. Jedenfalls nicht, wenn ich alle drei Münzen habe. Wir wollen ja das LP auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Okay, das war klar. Dass hier irgendwas ist. So, und da unten kommt man auch noch zu irgendwas. Schauen wir mal nach. Ich glaube aber nicht, dass es was Tolles ist, weil eine Münze kann es nicht sein. Oh, doch, es ist was Tolles. Also jedenfalls was Spaßiges. Hier kann man ja nicht... An den Bällen kann man ja nicht sterben. Oink, oink. Ach, man kommt hier hoch. Und kann sich einen Pilz abholen. Also, ein Pinguin-Pilz. Oder ein Pinguin-Anzug. Was auch immer. Power-Up für Larry. Larry, du bist der Nächste auf meiner Liste. Haha. Bosas Festung. Kamek, du alter Fiesling. Geh weg. Geh weg. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Ja, klar, wenn es weiter nichts ist. Er hat ein Mega Monster. Wow. Ball. Okay, gut. Hat noch getroffen. Man kommt aber allerdings auch so normal auf den Ball noch drauf. Das geht noch. Okay. So, oh, so zum Beispiel. Das erleichtert es ziemlich, da man die kleinen, finde ich, relativ schwer einschätzen kann. Wann man denn nur zu springen hat. Allerdings geht das nur bis jetzt, denn jetzt geht es noch ein bisschen größer. Größer, besser, toller. Aber... Das war's mit dir. Ich wollte es nicht riskieren, aber Larry macht eine richtig coole Animation, wenn er nicht getroffen wird. Er springt dann mit dem Ball so lustig rüber. Das sollte man sich eventuell anschauen, wenn man... Oder mal drauf achten, wenn man das Spiel selber spielt. Aber ich wollte ihn jetzt unbedingt schnell schaffen. Gut. Hey, ja, Welt 3 abgeschlossen. So. Dann ratet mal, wir hatten jetzt normale Welt, Wüstenwelt, Eiswelt. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Schreibt schnell rein, sonst kommen wir gleich hier weiter. Was könnte jetzt kommen? Yes, sir. Und eine Wasserwelt. Und wir kämpfen gegen... Ach Mist, wie hieß das Mädchen? Maggie oder sowas? Nee, das ist irgendwie... Das ist die Tochter von den Simpsons. Speichern. Ja, nein. Ah, mal diese Entscheidung. Ich speichere mal noch nicht, weil ich gucken will, ob die Aufnahme geklappt hat. Deswegen mache ich hier Schluss. Und mache dann nächste Mal von hier weiter. Okay, bis dann. Ciao.